Die Fine Arts Competition ist ein jährlicher Kunstwettbewerb der Colorado State Fair. Der Wettbewerb wird in verschiedenen Kategorien ausgetragen, unter anderem Painting, Drawing, Photography und eben auch Digital Arts bzw. Digitally Manipulated Photography. Der Gewinner dieser Kategorie war dieses Jahr das Werk Théâtre d'Opéra Spatial. Es konnte sich gegen 20 andere Teilnehmer durchsetzen und brachte dem Künstler Jason Allen damit $300. Alles gut, bis sich herausstellte, dass dieses Bild nicht wirklich von Jason erstellt wurde, sondern von der künstlichen Intelligenz Midjourney. Und jetzt kommt's, Midjourney ist vor ein paar Tagen in die Open Beta gegangen. Das heißt, jeder von euch kann es kostenlos nutzen. Jedenfalls für 25 Bilder. Wie ihr das anstellt, das zeige ich euch jetzt und bleibt auch gerne bis zum Ende dran, weil dann gibt es noch meine Meinung zu der zugegebenermaßen etwas provokativen Frage im Titel. Midjourney abzurufen ist ziemlich simpel. Ihr geht einfach auf midjourney.com, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, und geht dann hier einfach auf Join the Beta. Und falls ihr schon Discord habt, dann könnt ihr es hier einfach Einladung annehmen drücken. Ansonsten müsst ihr euch hier einen Discord-Account erstellen. Aber ist das geschehen, könnt ihr dann einfach auf den Server zugreifen. Wenn ihr dann im Discord seid, sollte das hier ungefähr so aussehen. Ihr könnt dann ja mal hier auf diese Rules-Page gehen, falls ihr da nicht eh schon seid, und euch das hier alles durchlesen. Habe ich natürlich auch gemacht. Und dann, was vielleicht ganz hilfreich ist, ist hier diese Getting Started-Page, obwohl da hier jetzt auch nicht viel mehr steht, als ich euch jetzt gleich sagen werde. Was noch ganz interessant ist, ist, dass ihr hier bei Try Support könnt ihr diesen Command Info eingeben oder egal wo, könnt ihr den Command Info eingeben und dann kriegt ihr so ein bisschen Account Info. Dann seht ihr zum Beispiel hier, wie viele Jobs man noch übrig hat, also wie viele Bilder man noch in Auftrag geben kann. Ich kann zum Beispiel noch 15 jetzt hier in Auftrag geben und eins werde ich gleich für euch jetzt nutzen. Und dafür muss ich jetzt als nicht zahlender Nutzer in so einen Newbies Channel reingehen, denn wenn man eben nicht zahlen will, muss man sich diese öffentlichen Channels mit anderen Leuten teilen. Was ich jetzt aber auch gar nicht so schlimm finde, weil ich das sogar meistens ziemlich cool und inspirierend finde. Gut, das mit der Russian Flag im Background, das muss jetzt hier vielleicht nicht sein. Aber da sieht man hier die Ergebnisse von anderen Leuten und wird immer ganz neidisch, was die alle für coole Sachen hier rausbekommen. Und man selber bekommt dann immer, nein, nicht immer, aber manchmal vielleicht nicht so coole Sachen. Aber man muss eben viel rumexperimentieren und schauen. Also der hatte hier auch teilweise nicht so coole Ergebnisse. Wir versuchen jetzt gleich auch nochmal einen Prompt hier einzugeben und das geht denkbar einfach. Ich scroll mal wieder runter und was wir jetzt machen müssen, ist einfach slash imagine eingeben und jetzt eben unseren Prompt, natürlich auf Englisch, das ist wichtig. Und was ich jetzt hier gerne machen wollen würde, ich würde gerne einen Captain Sauerland gerne machen. Früher war ja mein Logo einfach nur so ein grüner Captain America und ich glaube, anders kriegen wir das hier auch nicht hin, als wenn wir einfach hinschreiben Green Captain America. Ich hätte ihn jetzt gern on the roof of a skyscraper, gerne abendlich, so evening, und gerne photo realistic. Man sieht das hier auch bei den anderen, teilweise schreiben die hier so richtige Romane rein. Hier Afasfa hat zum Beispiel jetzt hier irgendwie noch hingeschrieben, Unreal Engine, HD Movie Shot, No Blur Photo, Octane Render, Render High Details. Und das kann man machen. Es ist prinzipiell so, je mehr Wörter man in seinen Auftrag reinschreibt, desto besser, theoretisch. Weil alles, was man nicht reinschreibt, wird eben letztendlich dem Zufall überlassen. Und deshalb ist es an sich schlauer, wenn man sich spezifiziert, und solche Sachen reinzuschreiben wie Unreal Engine oder so ist nicht schlecht. Also das führt teilweise auch schon zu sehr coolen Ergebnissen. Am Ende des Textes kann man ja noch so Details irgendwie mit diesen Doppelstrichen angeben. Der hat hier noch irgendwie 10 Sachen hingeschrieben, keine Ahnung, was die überhaupt alle bringen. Was ich nur kenne, ist den Command Doppelstrich, Doppelstrich, AR. Und dann kann man ein Seitenverhältnis angeben. Normalerweise ist jedes Ergebnis quadratisch, aber so coole Artworks sind ja selten quadratisch, sondern eher so, zum Beispiel bei mir, ich würde jetzt mal sagen, 3:2 ist doch ein ganz cooles Verhältnis. Und dafür werde ich jetzt gleich hier einen Auftrag wasten tatsächlich. Ich schreibe noch looking at camera, damit man ihn auch wirklich von vorne sieht. Und jetzt schauen wir mal, ob ich hier einen Captain Sauerland tatsächlich rausbekomme oder eben nicht. Nur noch 14 Versuche, ich sehe hier waiting to start und wir schauen mal, ob das Ganze hier funktioniert. Wir müssen jetzt gar nicht wieder nach oben scrollen, während hier die anderen ihre Ergebnisse reinschicken. Wir können auch einfach warten, weil unser Ergebnis wird uns dann eh hier gleich angezeigt.
Das hier finde ich auch sehr cool, was hier jemand anders gemacht hat. Wie weit ist es mit unserem Bild? Ist es fertig? Das ist irgendwie ganz cool, aber das Gesicht ist irgendwie scheiße. Aber keins davon ist so richtig gut. Was man jetzt noch machen kann, ist, man kann hier nochmal Refresh drücken, damit irgendwie neue Ergebnisse kommen. Und ich glaube, das werde ich fast auch machen. Ich werde vielleicht nochmal das Seitenverhältnis ändern. Vielleicht kriegen wir noch was Cooles raus. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nochmal. Obwohl, nee, man muss erstmal das Imagine machen, also Steuerung X wieder. Ich mache Imagine. So, ändere mal das Seitenverhältnis. Ich mache mal 3 zu 2. Was wir noch machen vielleicht ist Sharp, Focus, Big Shield vielleicht noch. Ich schaue mal, ob das hier besser funktioniert. Also das ist jetzt hier wieder unser Ergebnis. Looking at the camera wurde hier irgendwie nicht ganz eingehalten. Aber ich sag mal so, ich finde es schon besser. Ich finde es hier interessant, wie das Schild implementiert wurde. Irgendwie das hier finde ich ganz cool. Das hier eigentlich auch. Ich würde jetzt einfach mal sagen, da ich jetzt irgendwie zum Beispiel, also ich finde schon das erste Bild schon irgendwie relativ cool, muss ich sagen. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal das mir hier als großes Bild nochmal anzeigen lassen, weil es natürlich alles kleine. Oder finde ich das dritte besser? Eigentlich das dritte ist auch sehr cool. Eigentlich, ich glaube, ich nehme das dritte sogar. Ja, das dritte Bild würde ich mir jetzt einfach mal hier mit U3 nochmal upscaled anzeigen lassen. Bisschen sus auch, was hier unten gerade gemacht wird, aber einfach U3 hier. Und jetzt wird das Ganze nochmal für mich abgescaled, damit ich eine größere Version praktisch nochmal von dem Ganzen hier angezeigt bekomme. Wir warten mal kurz. So, da ist jetzt unser fertig abgescaltes Bild. Es ist schon ziemlich cool, finde ich. Ich frage mich nur, irgendwie hier am Kopf ist ein bisschen was komisch, aber das ignorieren wir mal. Ich mache einfach mal Bild speichern und speichere mir das Ganze jetzt auf meinem Rechner. Ja, dieser Name ist sicherlich okay. Speichern, so werde ich sicherlich wiederfinden. Ja, so funktioniert auf jeden Fall Midjourney. Die richtig coolen Ergebnisse kriegt man eigentlich nur, wenn man wirklich immer wieder nochmal auf Refresh drückt, sich neue Ergebnisse anzeigen lässt. Das Ganze upscaled hier mit V kann man auch noch Variations machen, dass man dann von einem, das einem besonders gut gefällt, nochmal mehrere Ergebnisse sich anzeigen lässt und so weiter. So funktioniert eigentlich normalerweise der Workflow. Nur mit seinen 25 Prompts ist man natürlich etwas begrenzt. Für $10 im Monat kriegt man, glaube ich, aber auch schon 200 oder so und auch einen Privatchat. Das heißt, man muss sich hier nicht mehr mit dem Pöbel im öffentlichen Chat rumschlagen. Ist vielleicht auch ganz cool. Ich überlege mir vielleicht wirklich die $10 in die Hand zu nehmen, weil es ist schon eine echt, echt coole Sache. Was ich euch nicht vorenthalten will, ist eine ziemlich coole Alternative zu Midjourney und die nennt sich Stable Diffusion. Das hier an sich ist nicht wirklich Stable Diffusion, sondern eine Website, die Stable Diffusion hostet, denn Stable Diffusion an sich kann sich jeder runterladen, nur es ist ziemlich schwierig. Ihr braucht dafür einen Linux-Rechner erstmal und dann muss man dann noch irgendwie ziemlich viele Schritte durchlaufen, bis man sich selber installiert hat. Deshalb ist es einfacher, das über den Browser abzugreifen. Technisch gesehen ist Stable Diffusion also eigentlich gratis, wenn ihr es auf eurem eigenen Rechner zum Laufen bekommt. Aber wenn ihr eben so eine Webseite, die das hostet, nutzt, wie zum Beispiel hier Stream Studio, habe ich euch auch natürlich in die Videobeschreibung als Link gepackt, dann habt ihr wieder so ein Credit-System. Wobei das System hier eigentlich mehr als fair ist, weil man 200 Gratis-Credits bekommt und hier oben sieht man es, für so ein normales Bild in relativ niedriger Auflösung braucht man nur einen Credit. Das heißt, man kann theoretisch 200 Bilder generieren und wenn man höhere Auflösung haben will, dann vielleicht auch nur 100, aber das ist ja trotzdem schon mal mehr als 25. Also probieren wir mal genau den gleichen Auftrag, den wir auch gerade eben mit Midjourney gegeben haben und schauen mal, was Stable Diffusion hier draus macht. Wir werden jetzt auch mal nicht an diesen Reglern drehen, sondern einfach nur hier unseren Textprompt reinfügen. Green Captain America on the roof of a skyscraper, Big Shield. Looking at camera habe ich mir überlegt, könnte vielleicht ein bisschen schlechtes Englisch sein, dass es deshalb missinterpretiert wurde. Vielleicht deshalb looking into the camera. Ich glaube, das ist besseres Englisch. Und hier vielleicht holding Big Shield. Ja, okay, der Vergleich ist jetzt nicht mehr ganz fair, aber ich möchte einfach meine Credits nicht wasten für Vorschläge, die dann am Ende wegen meinem schlechten Englisch falsch sind. Deshalb werde ich jetzt mal diesen Knopf drücken und schauen, ob wir hier ein cooles Ergebnis rausbekommen. Es geht auf jeden Fall schneller, muss man sagen, als Midjourney. Und was kriegen wir jetzt hier? Boah, okay. Also das ist schon ein ganz anderes Ergebnis, muss man ja auf jeden Fall sagen, als wir jetzt gerade eben bei Midjourney gekriegt haben. Ist es viel weniger ästhetisch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber ich finde, es folgt dem Auftrag irgendwie fast besser, würde ich fast sagen. Also man sieht hier diesen Captain America Shield, das wurde ziemlich gut interpretiert. Man sieht hier so eine grüne Figur von hinten und man sieht auch hier oben Skyscraper. Es steht natürlich jetzt nicht on the roof of a skyscraper, aber ich würde jetzt mal hier dieses Sharp Focus vielleicht rausmachen. Vielleicht macht das ein bisschen
Kaputt Evening ist es natürlich auch nicht. Was könnte man denn hier reinmachen, damit es noch irgendwie cooler aussieht? Was ich gemerkt habe, was bei Stable Diffusion ziemlich gut funktioniert, ist, wenn man sagt Medium Format Photography. Dafür machen wir das Photorealistic wieder raus. Und wir schauen einfach mal Dream, ob sich hier dadurch irgendwas ändert. Bei Stable Diffusion bin ich auch etwas großzügiger mit meinen Aufträgen. Okay, das finde ich sieht schon mal besser aus. Dieses Schild ist irgendwie, das wirkt komplett fehl am Platz. Als hätte das irgendwie mit Paint so reingezeichnet. Looking into the camera, das erste Mal, dass das tatsächlich erfüllt wurde. Er selber ist nicht grün, aber das Schild immerhin. Das finde ich auch nicht schlecht. Das wird sich jetzt hier erstmal runtergeladen. Aber es ist noch nicht wirklich das irgendwie, wonach wir hier suchen. Vielleicht muss ich schreiben, in the evening, weil es ist ja offensichtlich nicht evening. Vielleicht muss ich noch epic schreiben oder so, damit es irgendwie cooler aussieht. Dann schreibe ich noch trending on art station, damit es ein bisschen mehr Artistik wird, ich weiß ja auch nicht. Und ich drücke nochmal dream. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass wir hier ein cooles Ergebnis rausbekommen. Und oh, okay, es wird schon mal cooler, aber der Kopf ist irgendwie nicht drauf. Und wo ist das Big Shield? Das ist, okay, ich mach nochmal Dream. Also, wir haben ja hier einige Versuche, Dream, bis irgendwas Cooles kommt. Und, okay, das ist ziemlich cool, finde ich. Also ich meine, sein Gesicht sieht halt hier ein bisschen scheiße aus. Aber so an sich ist es nicht schlecht, nur auf was steht er hier drauf, also WTF? Wenn man was gut findet, aber es an manchen Stellen noch etwas scheiße aussieht, dann kann man hier Folgendes machen. Man kann hier diesen Seed festlegen und dann kann man hier die Steps oben noch ein bisschen hoch machen. Und ihr seht auch schon, die Credits pro Image gehen hoch tatsächlich, wenn man die Steps hochdreht. Da muss man vorsichtig sein. Wenn man jetzt hier volle 150 Steps macht, dann sind die Credits ziemlich weit oben. Wir machen mal 100 Steps und schauen mal, ob jetzt unser Bild besser wird, eben mit diesem gleichen Seed. Wir machen nochmal Dream und es dauert jetzt natürlich auch sofort länger, weil er eben mehr Iterationen macht. So funktioniert ja irgendwie dieser Algorithmus, ich weiß auch nicht genau. Und wir schauen mal, ob es jetzt besser aussieht. Nee, es sieht tatsächlich noch genau gleich aus. Gut, ich weiß nicht, ob ihr irgendeinen Unterschied seht. Vielleicht war es die Taktik jetzt nicht. Also ihr seht, ich bin jetzt auch kein Experte. Also doch, ich finde es sehr spannend, wie sich diese beiden Programme unterscheiden, was für verschiedene Herangehensweisen sie an das Problem haben. Eine Sache möchte ich aber noch ausprobieren. Mit dem Wort Close-Up habe ich jetzt hier noch dieses Bild bekommen. Close-Up war eine ganz gute Idee, jetzt ist das Gesicht ein bisschen cooler. Speichere ich mir auch. Ich probiere es auch nochmal. Close-Up scheint auch eine ganz coole Variante zu sein. Und oi, das ist auch an sich ein sehr cooles Bild, muss ich sagen. Gefällt mir auch bis jetzt. Vor allem Evening ist ziemlich gut umgesetzt. Zack, wird auch runtergeladen. Und eins machen wir noch. Dream. Ja, okay. Also manchmal verkackt er schon noch etwas im Gesicht. Na gut, belassen wir es dabei mal. Also ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis menschliche Künstler überflüssig sind, oder? Schließlich sind die KIs jetzt schon in Sachen Preis-Leistung und Geschwindigkeit unfassbar überlegen und die Qualität der Bilder steigert sich ja auch unaufhaltsam. Allein, wenn man sich mal den Stand der KIs von vor nur einem Jahr ansieht, das war komplett lächerlich im Vergleich zum heutigen Stand. Also wie gut werden dann die KIs in 5 oder 10 Jahren sein? Aber halt, stopp, bevor jetzt alle ihr Kunststudium abbrechen. Ich meine, ja, brecht es ab, aber nicht wegen KIs. Und zwar aus einem Grund. Die grundlegende Funktionsweise von bildgenerierenden KIs ist es, die Techniken vorhandener Kunstwerke zu replizieren. Sie können verstehen, was ein gutes Bild ausmacht und das eben auf ihr eigenes Bild übertragen. Es fehlt dadurch aber eine wahre Kreativität. Heißt, eine KI wird nie etwas wirklich Neues erschaffen können. Diese Gabe wird weiterhin dem Menschen vorbehalten bleiben. Das heißt, KIs gefährden den Beruf des Künstlers in nächster Zeit wohl voraussichtlich erstmal nicht. Ich würde sogar sagen, dass sie in ihrem jetzigen Stand eher eine große Hilfe für Künstler sein können, um schnell Ideen ausprobieren zu können. Praktisch ein Generator für Inspiration. Dazu kommen noch viele weitere Anwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel habe ich schon gesehen, wie viele 3D-Artists versucht haben, mit der KI Texturen zu erstellen. Meiner Meinung nach sollten wir also lieber begeistert sein von der rasanten technischen Weiterentwicklung, anstatt in Panik zu verfallen. Bis zum nächsten Video. Ciao.